Was geht ab, Leute, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wir machen weiter mit God of War Ragnarök. Ja, in der letzten Episode haben wir ein, ja, wie hieß das Vieh nochmal? Keine Ahnung, irgend so ein Vieh kaputtgeschlagen mit Kratos und Atreus. Das hätte uns sogar fast getötet. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall einen Weg finden um die Gleise herum, damit wir zur Tür kommen. Und Atreus hat irgendwie, ja, der möchte unbedingt Krieg, der kleine Mann hier. Der will unbedingt Krieg spielen. Unbedingt Ragnarök. Im Krieg gegen Odin. Möchte unbedingt dabei sein. Kratos ist da jetzt nicht so wirklich derselben Meinung. Ich sehe eine Mine. Davon muss Stüdling gesprochen haben. Auf der linken Seite sind Schienen. Vielleicht der nächste Zug für uns. Vater, was wenn ein Krieg gegen Odin nicht allein Tierskampf ist? Auch unsere. Krieg ist nicht der einzige Weg. Wir sind Götter. Bessere Götter. Wir wollen Ragnarök aufhalten, Leuten helfen. Und was, wenn dafür ein Krieg nötig ist? Atreus. Guck, genau das meine ich. Atreus hat richtig Bock auf Krieg. Und hier sind ein paar Tiere wieder gefallen. Okay, das Tor ist so. Schmiede voraus. Na, da sieh mal einer an. Die Schmiede. Könnte ein unbeschwerter Spaß oder ein anderer Ausdruck für den Groll der Zwerge über Odins Macht, über Svartar fallen sein. Ist Fortschritt auch dann Fortschritt, wenn er unter dem Einfluss eines Unterdruckers geschieht? Schwierig. Manche würden das so sehen, manche so. Auf jeden Fall gibt es hier Sachen zu finden. Und vor allem Lebensenergie. Gar nicht mal so schlecht. Verheerender Aufseher. Erfüllt mit Scham und Traurigkeit muss ich berichten, dass die erforderlichen Quote in dieser Saison nicht erfüllt werden kann. Ich bin einfach nicht in der Lage, die Rüstung und der geforderten Qualität und Menge zu schmieden. Die Schuld dafür trage natürlich ich alleine. Ich hoffe sehr, dass mein Wissen und meine Schuld vielleicht dazu führen könnte, etwas milde walten zu lassen. Tatsächlich ist meine Produktion deutlich gesunken seit der Verletzung, die mir zugefügt wurde, nachdem ich die Quote beim letzten Mal nicht erfüllen konnte. Und ich möchte die Annahme äußern, so respektvoll wie immer, dass weitere körperliche Züchtigungen meine Produktion nur weiter schaden würden. Ich warte pflichtschuldig auf Antwort. Ah. Ich könnte mal sagen, der ist hin. Gerichtet worden. Sprung. Kaputt schlagen alles. Das können wir, wie gesagt, am besten. Nö, hier geht nirgendwo mehr lang. Ah, ich hab gedacht, der Eimer geht kaputt. Nö, und da war nur die Sache, wo wir das Biest da umgelegt haben. Gut. Hier oben war noch was. Hack selber immer wichtig. Und die Schmiede können wir eh nicht öffnen. Was ist hier? Ach, hier kommt man. Ah, okay. Cool. Hätten wir nicht mal den langen Weg gehen müssen. Egal. Was ist hier? Wahrscheinlich kommt man da auch nochmal hier hin. Es gibt einfach drei Wege hierhin. Wirklich, drei Wege. Das ist auch krass. So, wieder ein bisschen Hacksilber. Die Aussicht ist schon schön. Und da ist eine Truhe. Gibt es hier noch irgendwas? Ne, hier sind wir ja hergekommen, ne? Ja, ist eh egal. So, mal gucken, ob wir zu dieser Truhe kommen. Sprung. Sprung. Laufen. Komm, wir können nicht da drüber. Wie will da hin? Warum kann ich nicht da hin?
Doch, ich kann dahin. Jawohl. Oh, wichtig. Wichtig, wir können dahin. Truhe auf und geschmiedetes Eisen und Tacksilber. Sehr, sehr cool. Kommen wir wieder zurück? Gar nicht. Spaß. Sehr cool, haben wir das auch. Ich glaube, wir müssen jetzt um die Schienen noch herumgelaufen sein. Und da sind wir wieder solche. Tschü. Atreus, helfen. Du. Die Scheusale kommen von dieser Säule. Sieht aus wie ein Nest. Wenn du das Netz zerstörst, kommen vielleicht keine nach. Okay. Ich würde mal sagen, tot. Alter! Den hat's aber auch zermattert. Was soll man das? Ich glaube ein Troll oder irgendwie sowas. Ich würde mal sagen, das Ding ist ein Kleist, ne? Prinzipiell einfach kaputt machen. So. Wow, ist das Ding klein. Gut, wir müssen nach links. Warte, links von mir. Mach weiter. Wir haben's gleich. Nur noch ein bisschen nach links. Was heißt Dings bei dem? Das ist viel zu weit. Weh mir, sag ihm nach links. Du, ich find's so geil. Er sagt links. Mein links. Nein. Wir haben's gleich. Nur noch ein bisschen nach links. Gut, also sein links jetzt hier. Ja, das war's. Mein Gott, der Junge. Dann mal los. Der Junge drückt sich aber auch aus. Ist ja unfassbar. Kratos. Bereit, wenn du es bist. Ich bin immer bereit, aber ich will den Raben vielleicht noch kriegen. Okay, das wird eh nichts. Gut, Klang und rein dafür. Henry, wenn wir zurück sind. Hier. Ja, also, wir suchen hier nach Tyr, weil wir Odin nicht trauen, richtig? Wenn man drüber nachdenkt, könnte Krieg. Oh oh. Links von dir! Von rechts! Nach einer Bremse für den Zug. Da müsste sowas wie ein Hebel sein. Hab ihn. Die Bremse klemmt. Los, versuch es weiter. Ja, schlag zu. Vater. Stopp den Zug. Boah, das sind ja Tausende gefühlt. Sie wird... Nein. Das ist nicht gut. Der Kopf hin. Dauli Wirdr, wir begegneten diesen Troll in Svartafein auf unserer Mission, Tyr zu finden. Atreus und ich hatten Glück, dass sich diese Kreatur perfekt positioniert hatte, um unseren Fall abzufedern. Aus Dankbarkeit habe ich den Troll aus seiner Misere befreit.
So kann man es auch nennen. Unglaublich, dass wir... Echt jetzt? Okay, wir brauchen die Klingen. Die sind einfach schneller. Ab dafür. Können wir das? Das war krass. Alles davon. Ja, du sagst es, Junge. Wo? Alter, sitzt da. Von links! Okay. Yep. Und ab dafür ein bisschen Finisher. Bin dabei. Der Kontext. Verfluchter Grimm. Ja, von denen ist eine Zeit lang verwundbar, wenn du einen Treffer landest, während sie auf allen Vieren sind. Cool. Gut zu wissen. Mann, gehen die mir auf den Sack. Atreus. Der rennt immer weg, ne? Also der Mann, der kann auch nicht mal ruhig halten. Hey, warte mal. Dieser Ort ist unglaublich. Mann, 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 hier geht's hier aber auch ab, wirklich gerade. Ich glaube, das ist dein Weg, wenn wir durch das Erz kommen. So, einfach alles kaputt machen. So spiele ich God of War gut. So. Was ein Mundwerk im Zug, Junge. Das ist nur ein Wort. Brock sagt ganz anderes. Das Wort ist egal. Du hast die Kontrolle verloren. Wir sind gefallen. Durch die Luft. Ich dachte, wir sterben. Du wolltest wirklich, dass das dein letztes Wort ist? Nein. Wenn es schwierig wird, hilft Panik nicht weiter. Nutze das. Es kann dir helfen.
Also das S-Wort hat wohl Kratos nicht wirklich gefallen. Dran vorbei. Kann ich da nicht hin? Schade. Das Wasser den Kran an, der die Ladung hält. Ja, die Sache ist nur die, wie kommt man an das Wasser ran? Kann man das anhalten mit Dax? Hätte ja sein können. Das hört sich nicht ganz richtig an. Wo frieren Sie den hölzernen Kanal mit der Levitanaz, um das Wasser zu stoppen? Aber wo? Ah doch, der Junge. Hey, es fließt kein Wasser mehr in die Truhe. Wir schaffen, lass uns rübergehen. Noch eine Nordentruhe. Ja, aber es gibt keine Siegel oder Glocken. Diese sind anders. Links von der Truhe ist eine Feuerschale. Kannst du die finden? Ich wette, es sind noch mehr in der Nähe. Lass sie uns finden, ja? Da unten ist einer. Alles, wie kommt man da hin? Mann, das ist ja aber auch heute wieder. Na, von hier komme ich eh nicht durch. Das ist dumm. Ah, Mann. Dann nehmen wir erstmal die Truhe hier mit. Die ist viel wichtiger. Viel, viel wichtiger. Ein bisschen Rohleder. Die andere wäre halt auch cool. So. Das. Hallo? Ah, okay. Ganz einfach. So. Dann haben wir nämlich die Truhe jetzt auch offen und dann gucken wir mal, was wir kriegen. Ich hoffe doch mal. Einen schönen Apfel. Jawohl.
Jetzt haut das Vieh ab, ich kann's nicht. Ach, ich bin echt so dumm, den in der Luft zu treffen. Ne? Das ist aber auch wirklich. Ich komme vielleicht dran, wenn du mir hilfst. Wo? Ach da. Der ist schon halb, der ist schon einfach weiter als ich, ne? Geh mal her. Ups. Gut, ich gehe rüber, um besser zu sehen. Vater, hier oben ist ein Tor, das zum Eingang der Mine führt. Kommst du? Ich brauche Hilfe beim Heben. Ben. Komm schon, spring einfach. Die Knie sind nicht so kaputt. Atreus. Kannst du es einfrieren? Das war knapp. Nochmal. Hoffentlich schaffst du den Sprung. Aber der ist ganz schön frech, oder sehe ich das anders? Ich springe wie ein Weltmeister. Zwerge bloß auf solche Ideen gekommen sind. Tja, Bequemlichkeit ist eine starke Motivation. Wozu arbeiten, wenn man das nasse Element für sich einspannen kann? Hoffentlich ist Tyr hier. Atreus, wir suchen Informationen. Ich weiß. Und nicht ständig so, als wolle ich einen Krieg anzetteln. Dennoch streitest du es nicht ab. Brüder, können wir das eine Weile sein lassen, ne? Auf deiner Seite, ich auf meiner. So. Schwerer als gedacht. Dann weiter. Sieht aus, als wäre das Dürrlins Mineneingang. Na, mal gucken, was wir als Gegner bekommen. Freie Fläche. Oh, Sindri, du hast mich echt erschreckt gerade. Ich habe noch etwas für euch. Sindri! Was ist das? Da ihr gerade keine Lichtquelle habt, Verzeihung, und gar nicht sehen könnt, was im Dunkeln vor euch lauert, helfen diese mir. Gut, weiter mit der Erkundung. Auf geht's. Danke, Sindri. Moment, was meinst du mit im Dunkeln lauert? Echt cool, dass er sich teleportieren kann. Vorsicht! Hinter dir, pass auf! Ach, das nervt diese Viecher. Drauge wieder. Ich hasse diese Viecher, Alter. Diese untoten Wichser. Ich sage in dem Fall wirklich das W-Wort. Ach, die schon wieder. Weg. Den aber weg. Das kannst du laut sagen. Aber es läuft besser, finde ich persönlich. Wie kommt man zu dieser
Hallo, ich will wissen, wie man da hinkommt. Ich will wirklich jede Truhe haben, so ungefähr. Aber ich meine ganz ehrlich, wer nicht. Also, egal, dann nehmen wir die Mini-Truhe mit. Bam. Hier sind wir Truhe gekommen. Okay. Na gut. Gehen wir in die unheimliche Höhle. Und gucken, was uns erwartet. Ich glaube, das ist es. Das ist die Mine. Interessant. Allerdings können wir damit gerade nichts anfangen. Ah, super. Haben wir noch nicht gelernt oder können wir noch nicht machen? Keine Ahnung. Vorsicht! Sieht aus, als wäre der Haupteingang in der Mine versperrt. Aber es muss ein Weg geben. Vielleicht durch die Höhle. Gut, keine Sackgasse. Komm, sehen wir uns das an. Okay. Wie schon wieder? Hinter dir! Vorsicht! Atreus. Kommen die alle nur her? Jutti. Das läuft doch schon mal wenigstens ein bisschen gut. Es riecht hier auf jeden Fall wie in einer Mine. Danke, Mimir, für diese Weisen. Ich kann auch das Wasser hören. Langsam, Atreus. Wort. Sei vorsichtig. Mach dich bereit. Und bisher ist es ja noch. Ich glaube, ich weiß, woher diese Scheusale kommt. Sie werden dir schnell überwältigen. Bleib bei mir. Ich bin gerade im Rage-Modus. So. Sie ist tot. Kümmern wir uns um den Rest von denen. Das waren alle. Der Gestank. Wirklich widerlich. Ein kleiner Preis dafür, dass wir sie stören. Gehen wir weiter. Ich fand den gar nicht so schwierig diesmal. Irgendwie, oder? Wir sind jetzt irgendwie im Element, aber bis hierhin war der war gar nicht so schlimm. Also Bestienbein, alles klar. Vielleicht können wir mit dem Boot tiefer in die Mine. Versuchen wir. Wir versuchen alles, Atreus. Ab geht's. Ins Boot der Hölle. Du hast Nein gesagt, aber es lässt mir keine Ruhe. Wir kämpfen die ganze Zeit gegen die Bösen. Wieso machen wir das nicht zusammen mit dir? Wir kennen ihn nicht. Wir haben seine Schreine gesehen. Er ist ein Anführer und hat sich Odin gestellt. Wenn er es schon einmal gemacht hat, wieso nicht nochmal? Bilder von vor langer Zeit erzählen nicht die ganze Geschichte. Das stimmt. Ist deine
eine Tür. Wir sollten danach Tyr suchen. Er muss in der Nähe sein. Ich habe das Gefühl, dass du irgendwie wütend auf mich bist. Seit wir in Svartalfheim sind, hast du mich dauernd kritisiert. Wenn du nicht an meine Führung glaubst, sag es einfach. Nicht deine Kompetenz steht hier in Frage. Aha. Was heißt das? Denk über deine Absicht nach. Der Ort ist riesig. Der Bau muss ewig gedauert haben. Der Apfelkern. Passt. Netter Name. Noch eine Tür. Die müssen wir auch überprüfen. Digga, wenn wir jede Tür sagen nicht welche. Nein, wir sind hier allein. Deine Frage von nach meiner Absicht. Ich will dem Kriegsgott helfen, Odin aufzuhalten. Und dazu muss ich ihn aus dem Gefängnis befreien, in dem er sich befindet. Seid vorsichtig, Freunde. Sindri? Und gebt Acht, wenn ihr das Ding verlasst. Ein Fuß nach dem anderen. Da liegen überall rostige Nägel rum. Hast du Zeichen von Tyr gesehen? Als hätte ich hier wirklich einen Überblick. Nein, ich bin sicher, das schaffst du schon allein. Ich weiß nicht. Das Wasser sieht ziemlich klar aus. Ja, sieht. Gut, wir machen jetzt erstmal die Truhe auf, nachdem wir jetzt die Absichten von Atreus wissen. Danke fürs Einsammeln. Bestienfetzen, sehr cool. Und dann gehen wir zu Sindri, weil wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Vitalnatz können wir jetzt nicht machen, bessern, aber wir können die Abklingzeit der Axt verbessern. Okay. Chaosklingen. Ja. Der Wächtergriff macht 2 Klugheit weg. Der Düstergriff geht jetzt mindestens auf 2 jetzt mal hoch, können wir machen. Und an sich die Chaosklingen können wir auch mal. Feuer desinfiziert auch. Die sind also sehr hygienisch. Ah, cool, ne? So. Da sitzt jeder Treffer. So, das Schild verbessern wir. Ah, macht zumindest stärker bis noch, also. Können uns da auf jeden Fall auch verbessern. Wahrscheinlich. Rüstung haben wir nicht genügend Punkte. Bringt uns halt ewig Minus. Auch hier haben wir noch nicht genügend Punkte. Hüft. Die könnten wir auf 3, dann haben wir ein bisschen besser. Wir tragen es immer mit Stolz. Verkaufen. Verkaufen. Solche Artefakte wecken stolz, ein Zwerg zu sein. Ressourcen. Soll es was Bestimmtes sein? Das Ding ist, warum können wir eigentlich Atreus nicht ausrüsten? Nur weil du jetzt eine neue Rüstung hast, musst du dich aber nicht mehr herumschubsen lassen. Na guti. Dann wäre die Folge auch abgeschlossen. In der nächsten Folge gucken wir uns hier oben im Apfelkern der Mine. Vielleicht finden wir ja auch endlich Tyr. Ich sag's ja irgendwie schon die letzten Folgen die ganze Zeit auf dem Weg nach Tyr. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.